Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Black Mirror 2. Im letzten Video haben wir unglaublich viele Informationen erhalten, die ja ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben, aber trotzdem nicht alles erklären. Deshalb werfen wir jetzt als erstes mal einen Blick in Darrens Tagebuch und werden mal schauen, was er jetzt hier so geschrieben hat. Das hatten wir auch schon, denke ich. Ich glaube, ich verliere langsam meinen Verstand. Und leider ist das nicht nur ein dahingeworfenes Sprichwort. Mein Kopf explodiert und ich sehe Gespenster. Und schließlich waren Samuel und Robert nicht auch verrückt? Wahnsinn ist vererblich. Adrian, ist das mein Name? Anstatt meinen Vater zu finden, habe ich meine Mutter verloren. Anstatt Antworten zu finden, werden nur immer mehr Fragen aufgeworfen. Wer bin ich? Und wer sind meine Eltern? Adrian und Angelina, Zwillinge. Die Wahrheit. Ich dachte, die Wahrheit würde mich frei machen, würde mir Perspektiven eröffnen, würde trösten. Stattdessen fühlt sich alles taub an. Mein Kopf steckt in Watte. Ich habe einen Schleier vor den Augen. Wie meine Mutter. Ich bin Adrian Gordon, Sohn von Catherine und Samuel, Zwillingsbruder von Angelina. Sie haben mich verlassen. Sie haben mich belogen. Sie sagen, um mich zu schützen. Aber soll ich ihnen trauen? Ich. Mir dreht sich alles. War Angelina wirklich verrückt? Wollte sie mich in ihrem Wahn opfern? Aber wer brachte sie dann um, wenn es nicht der Orden war? Hatte sie es sich anders überlegt, wollte mich beschützen und wurde dafür von einem Komplizen ermordet? Wer ist Angelinas Mörder? Das ist die letzte unbeantwortete Frage. Ich muss hier weg. Ob etwas dran ist, schadet mir das Schloss wirklich? Ich hatte Visionen, so viel steht fest. Aber die hatte ich auch schon in Neuengland. Ein Teil von mir will sich weit weg unter einem Stein verkriechen und alles vergessen. Ein anderer will bleiben und ja, was? Okay, ja. Also wirklich unglaubliche Informationen. Ich sag mal so, dass man Adrian vom Schloss weggebracht hat, verstehe ich ja durchaus noch. Aber dass man ihn alleine weggegeben hat, verstehe ich wiederum nicht. Also man hätte ja auch als Familie gehen können. Ja, nichtsdestotrotz sollte Darren jetzt abreisen. Also deshalb haben wir auch hier diese Aufgabe. Ich soll Bates auf meine Flugtickets ansprechen. Er hat den ersten Flug raus aus England für mich gebucht. Bates hat Sally zu Louis geschickt. Er sollte ins Dorf fahren und die Tickets abholen. Vielleicht ist er schon zurück. Dann gehen wir mal gucken, ob Louis schon wieder da ist und können ja direkt durch die Küche gehen und kümmern uns also darum, diese Flugticket zu bekommen. Ich würde mich grundsätzlich natürlich gerne noch von Lady Victoria verabschieden. Es ist schließlich Darrens oder Adrians Urgroßmutter. Louis ist auf jeden Fall da. Also Louis, wie sieht's aus mit meinen Tickets? Aber ja, Lady Victoria hat sich zurückgezogen. Das ist zumindest das, was wir von Bates gehört haben. Hey, Louis! Komm mal wieder vorgekrabbelt hier. Was ist denn jetzt schon wieder? Sind Sie schon wieder zurück? Wovon sprechen Sie? Bates meinte, er hätte Sally zu Ihnen geschickt, damit Sie zum Reisebüro fahren. Wozu denn ein Reisebüro? Wenn er Sie rausgeworfen hat, kann er Sie auch einfach so in den Zug setzen. Sie meinen, Sally war nicht hier? Hab sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Was soll das? Lügt er? Oder Sally? Oder ist es Bates? Ist einer von den dreien der Mörder? Nur einer von ihnen hat das Grundstück verlassen, nachdem ich hier angekommen bin. Auf Wiedersehen. Muss nicht sein. Nur einer von ihnen hat das Grundstück verlassen, aber das war Bates. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Bates das war. Bates würde das wahrscheinlich Lady Victoria so nicht antun. Ich glaube, das wäre nichts für ihn.
Jetzt ist nur die Frage, wo ist Sally? Also wir waren ja gerade in der Küche, da war sie nicht. Also hier ist sie ja schon mal definitiv nicht. Dann kommen wir jetzt noch mal in der Bibliothek und dann müssen wir oben noch mal schauen. Vielleicht ist sie da ja noch irgendwo und putzt irgendwas. So, gehen wir einmal kurz in die Bibliothek rüber. Vielleicht räumt sie ja auch das Teegeschirr weg oder so. Nein, hier ist sie schon mal nicht. Hier gibt es auch nichts weiter, außer immer die gleichen Sachen. Dann gehen wir mal nach oben. Und schauen mal, ob sie hier noch irgendwo steckt. Vielleicht muss ich schon wieder das Bad putzen. So, hier ist sie auch nicht. Dann gehen wir mal ins Badezimmer. Mein Gott! Sally! Sie ist tot! Denk nach, Darren! Bates könnte ihr wirklich den Auftrag für die Tickets gegeben haben. Der unbekannte Gegenspieler hat sie dann ermordet, bevor sie zu Louis gegangen ist. Das heißt, alle drei könnten unschuldig sein. Oder besser gesagt, nun könnte wieder jeder im Schloss hinter meinem Hals her sein. Naja, außer Sally. Sie ist die zweite junge Frau, die jemandem im Weg stand. Wir sollten jetzt vielleicht mal jemanden informieren, hä? Aber die wurde verbrüht, so wie es aussah. Und zwar richtig schlimm. Gesicht und Arme sind komplett verbrannt. Ihr Gesicht ist ganz aufgequollen. Es sieht aus, als sei sie verbrüht worden. Ekelhaft. Irgendein Bastard hat ihr Gesicht unter Wasser gedrückt. Entweder sie ist ertrunken oder der Schock hat sie getötet. Zeigt sie auf irgendwas? Auf was kann sie gezeigt haben? Hat sich da was gespiegelt? Ich verstehe das nicht. Meint ihr hier das? Zeigt sie auf irgendwas? Auf was kann sie gezeigt haben? Hat sich da was gespiegelt? Ich verstehe das nicht. Oder meint sie die Badewanne an sich? Können wir hier irgendwas machen? Darren? Gehen wir mal zurück. Das Wasser ist kochend heiß. Das Wasser ist kochend heiß. Sollten wir jetzt hier jemandem Bescheid sagen? Das Fenster ist geöffnet. Aber da kann niemand eingestiegen sein. Es dürfte ziemlich schwierig sein, an der Fassade hochzuklettern. Das ist jetzt aber nicht die Seite, wo der Efeu wächst, oder? Das Fenster ist zu. Viele Dächer, Erker, Mauern. Wie viele Zimmer das Schloss wohl hat. Man könnte Mams Häuschen in Biddeford locker in einem der Flügel verstecken. So, der Behälter. Aber ich meine, man muss ja schon ziemlich kräftig sein eigentlich, um die mit Gewalt unter Wasser zu halten. Ich meine, die ist ja relativ jung. Puder, Schminke und so weiter. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Und entsprechend auch agil. Also da brauchst schon jemanden, der auch ein bisschen Kraft aufbringen kann. Ich werde mein Leben lang nicht mehr in einen Spiegel schauen können, ohne dass mir ein Schauder über den Rücken läuft. Ein Haufen Handtücher. Kleine, große, nichts als Handtücher. Bringt uns immer noch nichts. Ich denke mal, wir sollten jetzt mal hier jemandem Bescheid sagen. Ob Sally ermordet wurde, weil sie zu viel wusste. Oder einfach, weil sie jemandem im Weg war. Wem war sie im Weg? Ich sollte hier erstmal nach Hinweisen zu ihrem Mörder suchen. Ich will da draußen nicht dem Falschen sagen, dass hier eine Leiche im Bad liegt. Das Emblem, das ist neu, oder? Ein Löwenkopf. Ich glaube, in der Antike galt der Löwe als Symbol der Unsterblichkeit.
Was das wohl mit einer Badewanne zu tun hat? Können wir aber auch nichts machen. Ich meine, gut, sie zeigt da ja auf irgendwas. Können wir das demolieren hier? Diese Fliese. Das Wasser ist kochend heiß. Kann man das mal ablassen? Das Wasser ist kochend heiß. Oh. Jetzt verstehe ich's. Okay. Jetzt entsteht hier Dampf und sie hat bestimmt irgendwas geschrieben. B. Da steht tatsächlich was auf den Fliesen. Ein B. Wie Bates. Für mich heißt das, dass Bates nicht der Mörder ist. Wie sollte Sally das B an die Fliesen geschrieben haben? Und wann? Als ihr der Kopf unter Wasser gedrückt wurde und sie verzweifelt um ihr Leben kämpfte? Oder nachdem ihr der Schock ein schnelles Ende gemacht hat? So leicht mache ich es euch nicht. Ihr müsst euch mehr einfallen lassen, um mich auf die falsche Fährte zu bringen. Okay, also Bates war es nicht, habe ich ja auch schon gesagt. Bates kann ich am ehesten vertrauen. Anscheinend wollte der Mörder, dass ich mich von ihm fernhalte. Okay, dann gehen wir zu Bates. Ich muss mit Bates sprechen. Der Killer wollte, dass ich den Butler verdächtige. Aber seine törichte Botschaft hat nur das Gegenteil erreicht. Ich hatte ja schon gesagt, ich glaube nicht, dass Bates das tun würde. Oh, Scheiße! Das Schloss brennt! Was? Ohne Schutz kann ich da nicht raus. Das Feuer würde mich erledigen. Warum brennt denn jetzt das Schloss, verdammt? Handtücher. Einige davon sind riesig. Ich nehme eines von den ganz großen. Da wollte jemand jetzt die ganze Familie Gordon auslöschen, würde ich mal behaupten. Hervorragend. Es ist triefend nass. So, dann los geht's. Tief Luft holen und nichts wie durch. Scheiße. Bates? Ist Bates da? Nee. Bates. Na, alles klar. Ich wollte doch nur mal gucken, ob Bates vielleicht gerettet werden muss. Okay, dann hier lang. Komm schon. Darren, lauf. Bates. Samuel? Wo ist der Samuel, den ich geheiratet habe? Was habe ich nur getan? Bates! Können Sie mich hören? Adrian, mein Junge, es geht alles zu Ende. Das Schloss. Ganz ruhig. Ich bringe Sie hier raus. Nein. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Schloss verbracht. Und hier möchte ich sterben. Aber... Höre, Junge. Dieses Schloss hat deinen Vater und dessen Vater ins Unglück gestürzt. Lass es nicht auch dich korrumpieren. Wehre dich dagegen. Wie soll ich mich dagegen wehren? Geh fort von hier und komm nie wieder zurück. Du hast dein Leben in Neuengland, das auf dich wartet. Ein gutes Leben, auch wenn du es nie so empfandest. Laufe, Darren Michaels. Laufe und schau nicht mehr zurück. Der dritte Tote. Ich werde fortgehen. Aber nicht, bevor ich Angelinas Mörder gefunden habe.
bist du ja endlich. Ich dachte schon, ich hätte das Feuer zu früh gelegt. Was? Sie waren es? Sie haben Angelina und die anderen getötet? Sie haben das Schloss angezündet und mich gefangen genommen? Ich habe das Feuer gelegt, ja. Und ich habe dich im Bunker eingesperrt. Doch ich bin kein Mörder. Zwing mich also nicht, einer zu werden. Was soll das alles? Was wollen Sie? Keine Zeit für lange Erklärungen. Der Wagen steht bereit. Wir machen eine kleine Reise. Also schön, Louis. Was haben Sie mit den Gordons zu tun? Warum jagen Sie diesem Hirngespinst hinterher? Mir geht es nicht um den Fluch. Ihm geht's nur ums Geld. Das ist unmöglich. Hallo, Bruderherz. Du bist also immer noch nicht dahinter gekommen? Was? Was tust du? Ich erfülle mein Schicksal. Ich werde Mordreds Macht beschwören und sie mir zu Nutzen machen. Und Boris? Und Sally? Und meine Adoptivmutter? Sie hat geahnt, wer ich war, als ich vor ihrer Tür stand. Sie wollte den Orden warnen. Das konnte ich nicht zulassen. Sie schlug mit dem Kopf auf den Telefontisch. Ich dachte, sie wäre tot. Tja, ich meine, letztlich ist sie auch gestorben, ne? Aber es war also kein Unfall. Sondern Angelina hat Darrens Mutter umgebracht. Dann jetzt auch Sally oder was? Und wer war denn die Leiche? Was soll das alles? Was willst du von mir? Ohne das Blut eines männlichen Gordons komme ich nicht in die Akademie und den Beschwörungsraum. Du kannst dir meine Enttäuschung nicht vorstellen, als ich erkennen musste, dass Richards Blut nicht funktionierte. Und meine Freude, als ich dich gefunden habe. Du wusstest nicht die ganze Zeit von mir? Nein. Unsere Mutter und die anderen haben das Geheimnis gut gehütet. Doch ich fand Aufzeichnungen, die mir alles verrieten. Ich kam nach Biddeford, um dich mir um den kleinen Finger zu wickeln. Und das hat ja gut funktioniert. Ich wusste, dass uns etwas verbindet und dass du alles für mich tun würdest. Tja, und Reginald Boris, den hat sie wahrscheinlich auch umgebracht. Was war mit Reginald Boris? Der Orden hat ihn mir auf den Hals geschickt, wie ich kurze Zeit nach dem Unfall deiner Mutter herausfand. Boris wollte mich kaltstellen, indem er mir den Mord an Fuller in die Schuhe schieben wollte. Mein Plan war, dich mit nach England zu nehmen. Doch solange Boris in der Nähe war, musste ich befürchten, dass er dich über mich aufklären würde. Also flog ich zurück nach England und rief dich an. Wie nicht anders erwartet, bist du als strahlender Held erschienen, um mich zu retten. Alter, das ist so eine Hexe, oder? So kalt. Und dein Tod? Wer musste für dich sterben? Die gute Miss Valley hat den Orden wieder aufgebaut, nachdem er fast 100 Jahre von der Bildfläche verschwunden war. Kein Wunder, dass sie sich da so reingehängt hat. Samuel, unser Vater, hat schließlich ihren kleinen Bruder Vic umgebracht. Sie war fanatisch. Ich musste mich vor ihr schützen. Also hast du sie kaltblütig ermordet und angezündet. Und habe damit zwei Probleme auf einmal gelöst. Der Orden hatte seinen Kopf verloren und alle hielten mich für tot. Ich musste nur noch meine Tagebucheinträge fälschen und dich ins Schloss locken. Gibt's einfach nicht, oder? Es gibt's einfach nicht. War es nicht ein großes Risiko, mich ins Schloss zu schicken? Natürlich, aber welche Wahl hatte ich? Ich selber konnte ja nicht dahin und Louis hat sich als unfähig erwiesen. Wenn jemand die Scheiben finden konnte, dann du. Ich vermutete, dass du hinter unser Geheimnis kommen würdest. Aber für den Fall hatten wir immer noch Plan B. Das Schloss anzuzünden und alle Bewohner zu töten? Wie kommst du darauf? Mom! Und jetzt rein da. Stell dich dorthin, Mutter. Hör zu, Angelina. Klappe! Louis, du bewachst den Eingang. Pass auf, dass niemand rein oder rauskommt. Und du? Lass mich raten. Ich soll die Tür öffnen. Allerdings. Die Scheiben, setz sie ein. Okay, ja, Angelina ist tatsächlich wahnsinnig. Das
Sally suchen, ja. Laut Louis hat Sally ihn nicht auf die Tickets angesprochen. Entweder lügt er, Bates oder Sally. Wo steckt sie überhaupt? Sally wurde ermordet. Der Killer muss im Haus sein. Wer ist es? Bates? Louis? Eine der Ladies? Ich muss Hinweise auf den Mörder finden, bevor ich mich wieder vor die Tür wage. Aber war das wirklich Angelina? Dann war die ja ganz schön schnell hier, oder? Also, dann war sie ja schneller hier als Louis mit dem Auto. Zugang zur Akademie öffnen. Angelina hat alles unter Kontrolle. Vielleicht habe ich in den Ruinen eine bessere Gelegenheit, um sie und ihren Laufburschen zu überwältigen. Ich muss das Tor öffnen. Okay. Louis behauptet, dass Sally ihm keinen Auftrag von Bates überbracht hätte. Einer von den dreien lügt und will mich noch ein wenig hier behalten. Sally wurde ermordet. Ertränkt im Badewasser. Der Mörder muss über einige Kraft verfügen. Bates kann das nicht gemacht haben. Bates ist in seinem Schloss gestorben. Ich glaube ihm, dass er auf meiner Seite stand. Er stand immer auf der Seite der Familie. Sein Lebensinhalt war es, den Gordons zu dienen und Schaden von ihnen abzuwenden. Nur suchte er die Bedrohung an falscher Stelle. Außen, nicht im Inneren. Angelina und der Fluch. Ob Louis Sally ermordet hat? Oder war es Angelina selber? Es spielt eigentlich keine Rolle, ob die Herrin ihren Schoßhund geschickt hat oder nicht. Wahnsinn ist vererbbar. Doch der Fluch der Gordons trifft nicht nur die männlichen Nachkommen. Er hat auch Angelina fest im Griff. Sie hat jede Furcht, jede Moral hinter sich gelassen. Sie hat ihre Hände in Blut gebadet, nur um an mein Blut zu gelangen. Doch wofür? Um ein Gespenst herbeizurufen? Meine Adoptivmutter, Reginald Boris, Miss Valley und Sally. Alle mussten ihr Leben lassen für ein Hirngespinst. Weil wenn man mal zählt, Darrens Mutter, also Rebecca Michaels, Reginald Boris, Miss Valley, Sally, sind 4 Leute, die jetzt schon sehr wahrscheinlich durch Angelinas Hand gestorben sind. Fehlt theoretisch nur noch einer, um erneut die 5 Leichen zu haben oder die 5 Seelen. Obwohl, ich glaube, das passt auch nicht zusammen, weil eigentlich hatte das Samuel ja schon gemacht. Na gut, wir setzen mal diese Scheiben hier irgendwie ein. Die Scheibe passt genau in eine der Rillen. Auch die zweite Scheibe passt. Fehlt nur noch die letzte. Yep, die kommt auch noch. In Ordnung. Alle 3 Scheiben sind an Ort und Stelle. Wir mal ein bisschen gucken, ob es hier noch was gibt. Keine Angst, Mom. Ich hol uns hier raus. Halt's Maul! Sorg lieber dafür, dass wir hier mal vorankommen. Oh Gott. Das muss für die Mutter so furchtbar sein, oder? Sie hat es bei ihrem Mann gesehen, hat dann gedacht, Adrian wäre betroffen, ihr Sohn, und jetzt ist es ihre Tochter. Hör mal. Ich glaube nicht, dass es zwischen uns etwas zu bereden gibt. Machst du Witze? Ich... Das heißt, ich habe kein Interesse an einem Pläuschchen. Mit dem Schwein habe ich jetzt nichts zu bereden. Im Steinsockel gibt es 3 Rillen. Nur wenige Millimeter breit, aber einige Zentimeter hoch. Okay, was soll ich da machen? Im Steinsockel gibt es 3 Rillen. Nur wenige Millimeter breit, aber einige Zentimeter hoch. Ich meine, wir haben die ja schon drin jetzt, ne? Da fehlt ja jetzt offenbar noch was. Ich denke mal, es hat irgendwas mit dem Licht zu tun. Allerdings werden wir das dann erst im nächsten Video rausfinden. Zeit ist an der Stelle vorbei. Also bis dann. Tschüss.